Kroatiens Halbfinaltorschütze Ivan Perisic freut sich auch aus persönlichen Gründen ganz besonders auf das Endspiel der Fußball-WM gegen Frankreich. Der mittlerweile 29 Jahre alte kroatische Angreifer lebte als Teenager rund 2 Jahre in Sochu. Keiner könnte glücklicher sein, als sich gegen Frankreich im Finale zu spielen, sagte Perisic nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung in Moskau gegen England. Auch seine Mutter habe sich dieses Finale gewünscht, berichtete er. Der ehemalige Bundesliga-Profi war mit 17 Jahren nach Frankreich gezogen und lernte auch die Sprache. Gegen England erzielte Perisic den zwischenzeitigen Ausgleich, den Treffer von Mario Mandzukic bereitete er vor. Für seine Leistung wurde der Offensivmann von Inter Mailand zum Man of the Match gekürt. An das bislang einzige WM-Duell Kroatiens gegen Frankreich kann er sich auch noch gut erinnern. Er habe 1998 im Trikot das Team vor dem Fernseher angefeuert, erzählte Perisic. Kroatien verlor die Partie im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich damals mit 1:2, die Equipe Tricolore holte danach auch den WM-Titel.